Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Mit ihrem besonderen Duft, Duft, Duft. Ich kenne jetzt schon Arme. Ja, Berliner Luft. Hallo Freunde. Wir machen heute ein Originalrezept. Verregneter Tag 1949. Hat die liebe Frau Hedda Heube in Berlin die Kerberwurst erfunden. Man kann jetzt den Imbiss, wo sie hatte, in Blende. Ja. Und ach, die Hedda tun wir jetzt gerade nochmal in Blende, wie sie ausgesehen hat. In Berlin wurde die Kerberwurst erfunden, ne? 1949. Ich habe hier die Hedda, stellen Sie mal jetzt die Hedda. Die Hedda hat das Rezept, sogar die Firma Kraft, ich weiß nicht, ob man es erwähnt darf, aber ich erwähne es jetzt einmal, die Firma Kraft wollte das Rezept damals haben. Und die hat es nicht hergegeben und hat wirklich das Rezept mit ins Grab genommen. Nicht mal ihrem Ehemann dieses Rezept verraten. Sie hat getüftelt, probiert und gemacht und so, ne? Bis es dann gut war und dann hat sie das verkauft und das war der Knaller. Ne? Ja, und so war, hat das Ganze in der Geschichte angefangen. Ne? Das Rezept, wo ich hier habe, ist das erste Rezept, das ich nicht selbst gemacht habe, nicht verändert habe, sondern hier 1:1 nachmache. Ist ein Rezept, wo ich im Internet gefunden habe. Berliner Currysoße Rezept in den 50er Jahren. Das heißt, so annähernd kommen wir dann, wie die Hedda das damals gemacht hat, kommen wir in etwa hin. Ja. Da sind die, diese Gewürze und so weiter eingesetzt worden und wie man früher die Soße gemacht hat. Ja, und dann fangen wir mal an. Ne. Das machen wir mal direkt nach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst gespannt. Ja. Ich habe es also in dieser Form 50er Jahre. Wer mein Videos oder mein Kanal hat, abonniert hat, sieht auch, dass ich ganz viele alte Rezepte nachkoche. Sind einfach die Beste. Einfach gut. Über Abo würde ich mich natürlich auch immer freuen. Ne? Freue ich mich immer. Ne? In der Regel, was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist, was ich jetzt, also was ich schon ein bisschen rausgetüftelt habe an Würste. Die Soße selbst habe ich schon probiert. Die Würste habe ich schon mal getestet, wie sie auf berlinerischer Art gemacht werden. Die werden ja frittiert. Ne? Also wenn wir so die Richtung Original Berliner Kerberwurst, müssen wir die frittieren. Ne? Und das habe ich probiert, habe auch verschiedene Würste ausprobiert. Ich will jetzt nicht aufzählen, was nichts war. Ich sage euch nur, was gut war. Gut ist zum Beispiel, ihr holt euch vollgebrüht, auf jeden Fall vollgebrüht, keine rohe, vollgebrühte Würste mit Kollagenhaut. Kollagenhaut heißt kein Darm. Das ist ein künstlich erzeugter Darm mit Naturprodukten. Kollagen. Moment, ich muss gerade so, Paketdienst. Ich habe CO2-Patronen bestellt, weil ich du auch nicht selbst teste. Natürlich selbst teste, aber moje. Habe ich Leute eingeladen und da wird Kerberwurst auf Berliner gemacht. Berliner Kerberwurst, original. Und dann lasse ich die auch mal testen und dadurch am Ende vom Video hänge ich das Ende auch noch so ein bisschen hinten dran, was jetzt mal so abgelaufen ist. Zu jedem Challenge Kerberwurst gibt es Berliner Luft. Ne? Das gehört dazu. So, ob wir fangen an. Also wer will, kann doch die. Auch dieser Imbiss, wo der gestanden hat, ist eine Gedenktafel. Die blende ich auch kurz in. Ja. Jo, also ich kann fangen mal mit den Produkten. Aber wie gesagt, unter dem Video nochmal genaue Angabe. Und wer halt jetzt Käse oder Riese Portionen braucht, einfach 100 Tal, ne? Die Hälfte oder ein Viertel von allem.
sind jetzt live dabei. Was wichtig ist, die Chilischote, die werden geschält, gewürfelt und diese Kerne und so weiter, die macht er raus. Ne? So ist es auch in dem Original kernlos. Ne? Wie gesagt, in dem Video steht es nochmal. Ja, dann bin ich mal gespannt. Nochmal hier, wie gesagt, nur ein Video, gucken das Video durch. Hänge ich noch ein bisschen was drauf, was der neue Ablauf. Ne? Ich habe ein paar Fässer Kölsch geholt. Und ja, Kölsch, ja, ist halt so. War ja eigentlich alles preußisch, ne? Berlin, Kölsch, Köln. Ne? Passt ja schon ein bisschen zusammen. Von der Kultur her. Von damals, auf jeden Fall. Ja, dann den ich sah. Geh mal her, ne? Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Geht relativ einfach, ne? Wie ihr seht. So, alles nur leicht andünste. Normale Mark und dann macht ihr den Zucker rein. Und das Chili, der Tomate. Zimt. Curry mild. Chiliflocke. Paprika edelsüß. Indischer Chili. Essig. Leibbrise, Salz. Fertig. Das lassen wir jetzt erstmal aufkochen. Gemüsebrühe noch ein. Jetzt machen wir noch das Fruchtige dazu, was abrundet. 160 Gramm oder Milliliter Ananassaft. Und nun das Ganze noch ein bisschen pürieren. Ne? So, haben wir schon den ersten Geschmackstest, ne, für morgen. Ach Gott, ihr Leid. Noch nie besser gegessen. Ach Gott. Herrlich. So, Fritteuse heiß, 190 Grad. Macht das Würstchen. Schauen wir uns die zwei hier rein. Habe ich getestet, 5 Minuten, ne. Und so, und hier, gucken. So. Sind wir soweit? Wir machen auf. Ich mach mal aus. So, fangen wir an. Fluchtgefahr. So, die rote Brühwurst, klassisch. Curry-Soße. Oh, ist die gut. Herrlich. Berliner Currywurst aus 50er Jahre, Original Currysoße Rezept. Und da hat es früher nur eigentlich kein Döner oder was gegeben, Imbissbude. Aber das so,
Da haben die immer so mit Ketchup und so weiter geschafft. Aber das so, muss ich ehrlich sagen, das ist der Hammer, die Soße. Boah. Unglaublich. Müsst ihr noch machen. Überlegen wir, wie alt das Rezept ist. Brutal. Also das Hammer. Göttlich. Kriegt ihr nicht zu kaufen. Macht das noch. Brutal. Richtig gut. Und vor allen Dingen, bleiben drauf. Moje. Kommen die Kollegen, die Freunde, und die probieren auch die Soße. Berliner. Und die Grenze jeder. Berliner Karrenwurstgrenze. Berliner Luft, ne? So klein ist das. Bin gespannt, wie es ausgeht. Alle, bleibt drauf, ne? Bleibt gesund. Das erste, der war gestern oben schon da. Gestern oben? Er war auf der Karrenwurst. Er könnte auch jetzt auch als erstes eine Karrenwurst. Na ja, so, da. Die ist eine Stunde später gekommen. Das ist oben, ja. So. Lang geschehen war es. Ja, er wird gesucht. So, fertig. Sieht echt gut aus. Aus der Fruchtsche. Füllen wir auch noch? Ja. Beim Essen, warte mal. Ja. So. Mund voll. Mund voll. Perfekt. Also, ich habe nichts besser als die Fruchtsche. Ja, Fruchtsche, ich habe Karrenwurst. Und so heiß. So. Gehen wir mal zum Conny. Ja. Also, ich muss sagen, Erik hat schon gut gemacht. Schmeckt sehr gut. Ja. Ich kann nichts dafür, ich habe einfach eins jetzt noch gemacht. Ja, ich meine, frittiere ist ja nicht das Schlimmste. Aber, ich muss rausbleiben, das wird gewählt. Aber die Soße ist gut, sehr gut. Alles gut. Schmeckt hervorragend. Und der Schotte? Kann ich dann eigentlich mal Stand aufmachen? Oder machst du das jetzt jeden Samstag? So, und die Leute haben versprochen, alles was hier noch steht, hinterlassen sie leer, bevor sie gehen. Das ist die Berliner Luft. Das ist ganz auf jeden Fall. Warte mal, langsam, das Labe. Das verstärke ich. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft mit ihrem. Text, das ist eine Text. Auf. Ah, Prost. Da ist der Gewinner, hey! Erster Preis. Hey. 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 Ganz knapp, ja. War Steche. Ja. Bitte schön. Ja. Und jetzt wieder jeder sehen, was es ist, oder? Genau, auspacken, 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 auspacken. Oh, ein Fische. Ne, Grillzange. Jawohl. Ein Grillzange. Mit Öffne. Mit Öffne. Vielen Dank. Das braucht man. Hätte ich das gewusst. Dann verfrisst man es. Dann verfrisst man es. So. Ich pack's wieder hin. Gut.